Jetzt bei Sonja. Stell dich. Ich war schwanger und weg war er. Für meine Tochter ist es der Vater. Und er war es auch. Und für dich? Der Mann fürs Leben war es gewesen. Sven ist hier. Bekriegt diese Mütter, macht diese Mütter fertig, die euch mit eure Kinder fertig machen. Väter, die kümmern sich überhaupt nicht um ihre Kinder. Und manche verleumden sogar überhaupt, dass sie der Vater sind. Wie schwierig es sein kann, die Vaterschaft vor Gericht einzuklagen und mit welchen Verleumdungen Mann bzw. Frau zu kämpfen hat, davon wird uns jetzt mein erster Gast erzählen. Sie heißt Frauke. Herzlich willkommen. Wie hast du denn den Vater von Nadima kennengelernt? Ich habe 1979, als ich meine Eltern in Berlin besuchte, den Mann kennengelernt. Aha, und wie war das? Ja, das war eigentlich mein... Wohnte er da? Nein, er hat geschäftlich in Berlin zu tun gehabt. Er hat damals für den Außenhandel gearbeitet und eine Baufirma aus Stuttgart auch vertreten dort. Er war aber nicht aus Deutschland? Nein, er ist ein Iraker. Wie ist denn eure Beziehung verlaufen? Habt ihr euch häufig gesehen? Wir haben... Die erste Zeit, also als ich ihn kennenlernte, war er in etwa 6 Wochen, damals noch in der DDR. Hatte da mit dem Außenhandel zu tun und wir haben uns dann fast jeden Tag gesehen. Nach was für einer Zeit kam denn dann der Kinderwunsch? Das kam erst ein bisschen später. Ich habe ihn etwa im Juli kennengelernt und er schrieb mir dann, als er in Bagdad wieder war, schrieb er mir, er würde sich gern mit mir ein Kind wünschen. Und ihr habt euch beide, also... Ich war sehr verliebt in ihn, er war der Traummann für mich und ja, ich hatte auch das richtige Alter, war damals 23. Ja, ich konnte mir das gut vorstellen mit ihm. Aber du hast etwas herausgefunden nach einiger Zeit, was war das? Ja, nach einiger Zeit hat man mir erzählt, dass er verheiratet ist. Wie hast du es rausbekommen? Das haben mir Angestellte von einem Hotel in Berlin erzählt, denn er war sehr bekannt in den Hotels. Und meine Freundin arbeitete auch in einem Hotel und man hat es ihr erzählt und sie hat es mir natürlich wieder erzählt. Und wie bist du dann damit umgegangen? Das muss doch erstmal ein Schock gewesen sein. Es war für mich ein Schock, ja, natürlich. Aber wenn man dann einmal verliebt ist und so, dann kann man da nicht mehr so schnell zurück. Hast du das während der Schwangerschaft erfahren? Etwas vorher schon, ja. Etwas vorher schon, aber ihr habt euch trotzdem noch ein Kind gewünscht. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Ja, er kam dann Anfang 1980 dann wieder in die DDR. Wir waren viel zusammen und etwa im März wurde ich dann auch schwanger. Er war die größte Zeit der Schwangerschaft, war ja auch in Deutschland. Wir waren viel zusammen. Und 4 Wochen bevor ich entbunden habe, ist er in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, auf Geschäftsreise, wie er mir erzählt hat. Und er würde in 4, 6 Wochen wieder da sein. War das normal, dass ihr euch längere Zeit nicht gesehen habt? Das war normal, ja. Weil er ja immer im Ausland unterwegs war, geschäftlich zu tun hatte. Und wie gesagt, auch das Management dieser Firma im Nahen Osten gemacht hat. Wann hast du denn angefangen, dir Gedanken zu machen, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, Nadima ist im Dezember geboren. Und da hat man, wenn man so ein Kind bekommt, unwahrscheinlich viel andere Sachen im Kopf. Man muss sich so ein kleines Muggelchen, muss man sich erst mal kümmern. Er war also bei der Geburt auch leider nicht dabei. Er war nicht dabei, aber da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Ne, dann, ja, man hat, wie gesagt, eben viele andere Sachen im Kopf. Wie lange hat es dann gedauert? Das ist eine neue Situation. Also bis ich mir richtig darüber im Klaren geworden bin, dass er, glaube ich, nicht wieder zurückkommt, fast ein Jahr. Ja, was hast du denn in der Zwischenzeit getan? Ich habe immer noch Ausreden für mich auch gefunden. Ich habe auch mit Freunden von ihm telefoniert. Dann wurde mir mal gesagt, er darf nicht in die DDR einreisen. Dann wurde mir wieder gesagt, er darf auch in die Bundesrepublik nicht einreisen, weil er da einen Unfall gehabt hätte.
Ja, und diese Ausreden, die habe ich mir zunutze gemacht und habe sie mir auch als Entschuldigung hingelegt. Ja, und nach einem Jahr bin ich dann wirklich stutzig geworden und habe dann auch zum ersten Mal einen Anwalt aufgesucht. Warum? Und habe, weil ich dann auch um die Anerkennung dann kämpfen wollte für Nadima. Habe dann einen Anwalt aufgesucht und habe die Vaterschaftsklage damals noch in der DDR eingereicht. Diese Klage von Zeitpunkt der Klage bis zum ersten Termin hätte es 3 Jahre gedauert. Ja, das hat damals auch ein bisschen was mit der DDR-Situation zu tun gehabt, weil man dann ja die Person auch nicht so anschreiben konnte, nicht so erreichen konnte. Dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich hatte zwar eine Adresse, die war aber sehr vage. Und ja, wie gesagt, es hat dann 3 Jahre gedauert. Und in der Zwischenzeit bin ich aber 1986 ausgereist aus der DDR und bin nach West-Berlin gegangen. Und damit hatte sich das dann für die DDR erledigt. Ja. Aber dann hat sich der Vater noch mal gemeldet. Ja, nach 14 Jahren. Was hat er gesagt? Nach 14 Jahren? Nach 14 Jahren. Und was hat er gesagt? Ja, da rief er eines Abends an und sagte zu mir, ja, hallo, hier ist Akram. Ich meine, man malt sich diese Situation, jedenfalls ich habe mir diese Situation 14 Jahre lang auch irgendwo ausgemalt. Was sagst du, wenn er es tut? Und eigentlich habe ich erstaunlicherweise sehr ruhig reagiert. Ich habe dann ganz ruhig mit ihm am Telefon gesprochen, habe ihn gefragt, wo er jetzt leben würde, weil ich da auch verschiedene Informationen hatte. Denn ich habe immer versucht, die ganzen Jahre doch noch irgendwie Informationen zu bekommen. Dann hatten wir damals auch den Krieg unten, zwei Kriege unten im Irak, wo ich mir immer dolle Sorgen gemacht habe. Ihr habt euch dann ja in Istanbul getroffen? Ja, den Vorschlag machte er dann am Telefon. Und da hast du noch etwas herausgefunden? Ja. Was? Das war für mich der Schock. Was war das? Dass er seit fast 10 Jahren in Aachen lebt und deutscher Staatsbürger ist. Du merkst hier natürlich auch an den Reaktionen, das ist ja wirklich der Hammerschock. Aber war er da alleine oder hat er eine Familie gehabt? Er lebte mit seiner Familie in Aachen. Und was hat er dir denn angeboten? Ja, mir hat er angeboten, im Prinzip für Nadima und für mich zu sorgen, die 14 Jahre wieder gut zu machen. Aber unterm Strich dann eben, dass er in Berlin eine zweite Familie mit uns haben wollte. Ich habe immer zu ihm gesagt, ja, das hört sich alles sehr schön an. Ich möchte aber erstmal nur eine rein freundschaftliche Beziehung zu ihm haben. Was sich dann weiter daraus ergibt, wäre etwas anderes gewesen. Aber erstmal möchte ich eine rein freundschaftliche Beziehung. Ich konnte nicht da weitermachen, wo ich vor 14 Jahren aufgehört habe. Man kann ja nicht einfach plötzlich als Familie leben. Ja, das ist es, ne? Du hast aber dann trotzdem noch eine Vaterschaftsklage angestrebt. Ja, weil er hat zu mir gesagt, wenn das also nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann ziehe ich den Kürzeren. Ich habe zu ihm damals gesagt, ich möchte, dass er die Vaterschaft anerkennt. Weil ich bin mit der Nadima alleine, es sind dann auch nur noch meine Eltern. Und ich möchte auch, dass Nadima abgesichert ist. Ich möchte einfach, dass er das macht, was das Gesetz vorsieht. Was hat er darauf gesagt? Nicht weniger. Ja, das ist ein gutes Recht. Was hat er darauf gesagt? Dass er das nicht tut. Und wenn ich dieses tun werde, ziehe ich den Kürzeren. Und ich muss unterm Strich sagen, er hat ja fast recht. Denn wie er dann reagiert hat, das erste Schreiben, ich habe dann die Vaterschaftsklage eingereicht vor 2 Jahren jetzt. Das erste Schreiben, was von seinem Anwalt kam, war, er könnte sich nicht daran erinnern, mit mir verkehrt zu haben, da ich als Prostituierte in einem Berliner Hotel gearbeitet hätte. Gab es denn einen Bluttest? Der wurde nach einem Jahr. Das zieht sich alles sehr hin. Er hat dir aber noch etwas unterstellt. Er hatte sogar 2 eidesstattliche Erklärungen. Die kamen, wie schon der Bluttest angeordnet war, da kamen mit einmal 2 eidesstattliche Erklärungen aus dem Irak, dass ich mit 2 Männern in der Zeit, es gibt diese gesetzliche Empfängniszeit, verkehrt hätte, beziehungsweise in eheähnlichen Verhältnissen gelebt hätte. Und es stimmt nicht? Natürlich stimmt das nicht. Und was ergab denn eigentlich der Bluttest? Ich habe diese Männer nie gesehen. Was ergab der Bluttest? Der Bluttest, der sagt aus, dass die Wahrscheinlichkeit zu 99,99% gegeben ist, dass er der Vater von Nadima ist. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsberechnung und in einer statistischen Berechnung gibt es keine 100%. Das ist also die höchste Übereinstimmung, die es überhaupt geben kann. Es muss nur ein Mann aufstehen bei uns und mehr Verkehr rufen und schon ist die Frau an die Wand gestellt. Ich fühle mich an die Wand gestellt, ich muss mir das alles bieten lassen, ich muss mir das sagen lassen und kann mich kaum wehren. Jemand, der natürlich auch sehr darunter leiden muss, sie hat es mitbekommen, ist deine Tochter Nadima. Sie hat mitbekommen, wie du mit ihm telefoniert hast. Sie ist auch heute hier. Herzlich willkommen.
Nadima, trotz allem ein fröhliches Lächeln auf den Lippen. Was hältst du denn von deinem Vater? Von meinem Vater als Menschen und als Vater gar nichts mehr. Nach den Schreiben erstmal, die er vom Anwalt meiner Mutter zukommen lassen, nichts mehr. Was hast du denn vorher von ihm gedacht? Vorher, ich meine, was soll man sich über einen Menschen denken, den man nicht kennt? Da kann man sich nichts zu denken. Hättest du dir denn einen Vater gewünscht? Ja, einen Vater hätte ich mir schon gewünscht. Warum? Aber nicht so einen, wie ich jetzt einen habe. Na, ich weiß nicht. Ich meine, jeder wünscht sich doch eigentlich mal so einen... Was hat dir denn besonders gefehlt? Jemanden, der mal ein Schrankbett baut oder sowas. Ich weiß nicht, der so was Handwerkliches macht oder so. Was hast du denn damals empfunden, als du plötzlich mitbekommen hast, dass deine Mutter mit ihm telefoniert hat? Ich war am Telefon, als er angerufen hat. Ja, naja, ich habe mir gedacht, dass er jetzt erst dazu kommt, sich zu melden, weil er vielleicht doch irgendwie im Irak festgehangen hat oder so. Ich wusste ja auch nicht, dass er seit 10 Jahren in Aachen lebt und dass er vielleicht irgendwelche Probleme gehabt hat. Erstmal habe ich ihn wahrscheinlich noch im Denken so in Schutz genommen. Und was hältst du davon, dass er sagt, Mensch, eine tolle neue Familie? Er hat ja vor allen Dingen auch Geld. Er hätte dir sehr viel ermöglichen können. Was wollte er dir denn alles schenken? Na, er wollte mir ein Pferd schenken. Das war halt, ich meine, ich glaube, das ist jeder von jedem Mädchen das Traum, der Traum, dass man mal ein Pferd bekommt oder so. Und naja, damit dann gleich so, ja, Papa kauft dir ein Pferdchen. Und, aber das wollte ich dann auch nicht. Jetzt will ich es auf keinen Fall mehr. Also jetzt erst recht nicht. Stehst du bei der ganzen Situation deiner Mutter hoffentlich bei? Ja, natürlich. Nadima, du vermisst deinen Vater nicht. Und Simone vermisst den Vater ihres Kindes auch nicht. Sie vermisst jemand ganz anders, aber das wird sie uns jetzt selbst erzählen. Herzlich willkommen, Simone. Simone, wie war das bei dir? Wie hat denn der Vater deines Kindes auf deine Schwangerschaft reagiert? Ja, er hat die ganze Schwangerschaft über ausgekostet, was das Sexuelle anbetrifft. Und hat mich dann im 8. Monat dann halt sitzen lassen, als der Termin immer näher rückte. Was heißt ausgekostet? Naja, er wollte dann halt nach dem für das Kind nicht mehr gerade stehen. Aha, und er hat vorher gedacht, Mensch, jetzt brauchen wir nicht mehr verhüten. Das ist ja alles prima. Hast du ihn denn danach noch einmal wiedergesehen? Er hat dich also dann verlassen? Ja, ich habe ihn dann nach der Entbindung 2 Monate später zu Weihnachten noch mal wieder gesehen. Da haben wir zusammen Weihnachten verbracht. Von wem aus kam der Kontakt? Von ihm. Warst du nicht ein bisschen im Stolz verletzt, auch dass er dich einfach hat sitzen lassen? Ja, ich habe ihn geliebt und das Kind und es hing sehr viel daran. Hat er sich denn dann um das Kind gekümmert, als ihr das Weihnachten zusammen gefeiert habt? Naja, nicht so direkt. Also er hat sie nicht hochgenommen oder mal irgend sowas mit ihr gespielt oder so. Nee, eigentlich nicht. Wir haben ein Foto von deinem Kind, wie es aussieht. Simones Tochter Lisa. Hat er denn die Vaterschaft offiziell anerkannt? Nein. Wie ist er denn da vorgegangen? Ich meine, er hat doch mit dem Kind, er hat es doch angesehen, Auge in Auge. Ja, er hat eben überhaupt nicht. Der hat es einfach nicht zugegeben. Also er hat behauptet, dass ich mit anderen und er sei nicht der Vater. Und da bin ich dann halt nach ein paar Jahren jetzt erst vor kurzem zum Gericht gegangen dann wegen der Vaterschaftsklage. Und da hat er eben mir einen Brief geschrieben, wo drin stand, der Name von mir sei ihm zwar geläufig, aber dass er eine Tochter hat namens Lisa ist ihm neu. Und er ist weder zu der Gerichtsverhandlung, ist er gar nicht erst erschienen. Wie ging es denn dann weiter? Hast du einen anderen Mann kennengelernt? Ja, ein halbes Jahr später dann. Und wie lange warst du mit ihm zusammen? Wie heißt er? Der heißt Sven und ich war mit ihm 3,5 Jahre zusammen. Wie ist denn das Verhältnis zu ihm und vor allen Dingen auch von deiner Tochter zu ihm? Also für meine Tochter ist es der Vater und er war es auch. Und für dich? Der Mann fürs Leben wäre es gewesen. Habt ihr euch getrennt? Ja. Warum? Ja, weil es zwischen uns halt nicht mehr so funktioniert hat. Würdest du ihn denn gerne wieder haben? Oh ja, sicher. Habt ihr denn noch mal seitdem gesprochen? Wir haben 1-2 Mal nur, es ist jetzt 7 Wochen her oder länger vielleicht schon. Wir haben 1-2 Mal am Telefon miteinander gesprochen, aber... Vermisst denn dein Kind ihn auch? Ja, sicher. Sie fragt immer, wo ist der Papa, wann kommt... Sagt auch Papa zu denen? Ja, ja. Vielen Dank jetzt erstmal für deine Geschichte. Du weißt, du musst ganz kurz in die Küche gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
sitzt in der Küche, sie kann uns jetzt nicht hören. Sie hat überhaupt keine Ahnung, dass wir Kontakt nicht zu dem leiblichen Vater ihrer Tochter haben, sondern zu dem Mann, zu dem die Tochter Papa sagt. Sven ist hier. Herzlich willkommen. Sven, hast du vorhin mitbekommen, was Simone so alles über dich gesagt hat? Ja, hab ich. Sie hängt ganz schön sehr an dir, hm? Mhm. Warum habt ihr euch getrennt? Tja, also wie gesagt, wir waren 3,5 Jahre zusammen und im Laufe der Zeit, wie das so ist, ist das dann alles so monoton und es hat einfach nicht mehr funktioniert. Wie lebst du denn jetzt damit, dass ihr nicht mehr zusammen seid? Naja, ich habe jetzt auf alle Fälle erstmal wieder mehr Freizeit, würde ich sagen. Ich kann jetzt erstmal wieder so mein Leben leben, so wie ich es vorher gelebt habe. Und ist nicht mehr so gebunden jetzt. Hat sie dich eingeengt? Naja, das kann man auch nicht sagen, dass sie mich eingeengt hat, aber ich weiß nicht, vielleicht waren wir noch zu jung, um jetzt zusammenzuleben. Wie ist denn das Verhältnis zu Lisa? Also das Verhältnis zur Lisa war eigentlich relativ gut. Also ich sage, ich bin gut mit ihr klargekommen und sie hat mich auch akzeptiert und hat auch Papa uns alles so gesagt. Und naja, wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Wie sieht es denn mit deinen Gefühlen zu Simone aus? Naja, man kann sagen, zurzeit sind wir auseinander, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendwann mal wieder mit ihr zusammenzukommen. Könnte ich jetzt denken. Gehe ich jetzt mal davon aus. Sie ist ja hier und sie sagt von dir, du wärst der Mann fürs Leben. Was sagst du dazu? Ja. Willst du ihr eine zweite Chance geben? Also ich könnte es mir vorstellen, ja. Wir holen sie wieder zu uns. Simone, willkommen zurück. Hast du gedacht, dass sie so reagiert, Sven? Ja, nicht so ganz so stürmisch. Ja. Also ich hätte damit rechnen können, ja. Simone hat schon gedacht, da käme der Vater ihres Kindes. Aber die Überraschung ist wahrscheinlich gelungen, dass Sven heute hier ist. Er hat sofort gesagt, er möchte kommen. Das ist ja schon mal ein ganz tolles Zeichen. Du hast uns vorhin gesagt, du könntest dir schon vorstellen, mit ihr noch mal zusammenzukommen. Ja. Was sagst du dazu, Simone? Ich fände es super. Mir fehlen Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich freue mich. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, als er bei dir angerufen hat. Da hast du so getan, als ginge es dir gut. Ja. Und wie ging es dir in wirklich? Und es war sehr schwer und er hat mir gefehlt. Es tat weh innerlich. Es hat mich immer wie zerrissen und ja. Gibt es irgendetwas, Sven, was du ihr noch sagen möchtest? Ja. Ob wir es vielleicht dann irgendwann mal wieder probieren? Ihr habt jetzt natürlich auch noch genügend Zeit, euch ein bisschen auszusprechen, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr miteinander redet. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und Abend noch.
Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und bei euch beiden, wir wünschen uns wirklich alle ganz von Herzen, dass du damit durchkommst und dass du das Recht für Nadima bekommst. Also danke, dass ihr da wart. Ich bin auch immer ganz gerührt, wenn Tränen in der Sendung sind. Da muss ich mich auch immer erst irgendwie ein bisschen beruhigen. Ja, mein nächster Gast hat ausnahmsweise nicht das Problem, dass der Erzeuger ihres Kindes die Vaterschaft nicht anerkennt. Welches Problem sie mit ihrem Ex hat, das erzählt sie uns selbst. Herzlich willkommen, Elke. Elke, du hast eine Tochter. Ja. Wie alt ist sie? 16 Monate. Und heißt? Sabrina. Und wie hat dein Mann denn auf deine Schwangerschaft reagiert? Geschockt. Ja, und gleich der nächste Satz, bitte um Abtreibung. Und wie hast du darauf wiederum reagiert? Geschockt. Aber du hast nicht abgetrieben, sonst Nein. wäre sie ja jetzt nicht da. Wart ihr verheiratet oder seid ihr verheiratet? Nicht. Nein. Wie ging es denn dann weiter? Er hat sich nicht mehr blicken lassen. Nein. Seitdem. Nein, ich war schwanger und weg war er. Und dann? Ich habe ihn dann noch einmal gesehen oder zweimal. Und ist auch nur so belanglos irgendwie gesprochen worden. Und er hat gesagt, Gott, bist du dick. Und ach, wie nett. Ja. Charmanter Mann. Ja, und er wäre so allein, aber ich war auch allein die ganze Schwangerschaft. Wie war es denn? Hat er denn wenigstens die Geburt deines Kindes mitbekommen? Nein. Hat er denn herausgefunden irgendwie oder sich trotzdem noch mal gemeldet, nachdem deine Tochter Sabrina auf der Welt war? Meine Tochter kam am 19. Oktober 1995 auf die Welt und mein Bruder hat ihn dann angerufen. Wie deine Tochter aussieht, das möchten wir uns natürlich auch mal ganz kurz ansehen. Sie ist bestimmt noch ganz klein. Mutter und Tochter. Ganz niedlich. Und da wusste er natürlich auch, du hast... Ja. Ein Kind. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Was ist denn ungefähr 2 Monate nach der Entbindung passiert? 2 Monate später rief ich dann bei ihm an. Und hattet ihr euch bis dahin denn eigentlich vertragen? Wolltet ihr es noch mal miteinander probieren? Ja, 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 wollten wir. Er hat auch immer gesagt, er steht zu uns und es war eigentlich kein Problem. Ich habe ihm auch geglaubt, aber 2 Monate später rief ich bei ihm an, es war im Dezember. Und da meldete sich plötzlich eine Frau. Und ich habe sie dann gefragt, wer sie bitte ist. Und da sagte sie, sie ist die Lebenspartnerin von ihm seit 6 Jahren. Ja. Und hat sie auch gefragt, wer du bist? Ja. Und habe ich gesagt, ich bin die Mutter seines Kindes seit 2 Monaten. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, wir waren wohl beide etwas niedergeschlagen, aber das hat sich dann im Laufe des Gesprächs hat sich das dann irgendwo, wir konnten halt dann auch nicht mehr viel sagen und haben dann beide auch aufgelegt. Und ja, wie ging es denn dann weiter mit deinem Freund? Oh, nur Theater, nur Theater. Es war also ganz schlimm. Ich hatte dann nachts Anrufe von ihr, weil sie ihn gesucht hatte und es war... Die Uhrzeit war eigentlich egal, 1, 10, es ist also immer schlimmer geworden. Und wie lange hast du das ganze Spiel denn mitgespielt dann noch? 13 Monate. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja. Aber wann und was war der ausschlaggebende Punkt? Warum und wann hast du dann gesagt, nee, jetzt reicht's? Der ausschlaggebende Punkt war dann, er war dann mal wieder da und hat glücklicher Vater gemacht und... Er hat immer so einen Streit immer so angezettelt, um sich dann wieder mal für eine gewisse Zeit abmelden zu können. Und das hat er dann auch gemacht im September. Und ich habe dann auch nichts mehr von ihm gehört. Und plötzlich, am 28. September, liegt bei mir ein Brief im Briefkasten. Reingeworfen, ohne Briefmarke. Nur mein Absender, also nur meine Adresse. Und ich mache den Brief auf und plötzlich sehe ich Reisebestätigung, Boardingkarte, einen Brief aus Tunesien, ein Foto küssend auf der Hotelbank. Von wem? Ihm und ihr. Und was hatte er dir erzählt? Er ist dann gekommen
Und dann habe ich ihm gefragt, ach, warst du in Urlaub? Und sagt er, ja, es wäre eigentlich unser Urlaub gewesen, aber das hätte sich ja anders ergeben. Und habe ich gesagt, warst du allein in Urlaub? Ja, ja, er war allein. Er hätte sich das allerdings anders vorgestellt. Und in dem Moment habe ich dann den Brief alles so schön ausgebreitet und habe gesagt, ach, dann war das wohl von letztem Jahr. Und da war er natürlich geschockt. Er wollte dann den Brief haben, habe ich gesagt, nein, den behalte ich. Den kriegst du. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dann war endgültig Schluss. Wie steht es denn jetzt? Hat er denn ab und zu noch das Recht, dein Kind zu sehen? Nein. Warum? Ich habe ihm, nee, zuerst ihr, Hausverbot erteilt, über Rechtsanwalt und anschließend gleich ihm. Wie geht er denn damit um? Gar nicht. Er hat die Entscheidung akzeptiert. Meine Entscheidung hat er akzeptiert. Und ich denke, dass ich ihm also auch das, dass ich das gut gemacht habe. Auch für ihn. Das findest du und er hat deine Meinung akzeptiert. Mein nächster Gast hat die Meinung der Mutter seines Kindes überhaupt nicht akzeptiert. Und deswegen hat er die radikalen Väter gegründet. Mal sehen, was er zu deiner Geschichte zu sagen hat. Herzlich willkommen, Klaus. Klaus, kannst du das verstehen, dass sie dem Vater ihrer Tochter verbietet, das Kind zu sehen? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Warum? Ja, würdest du das verstehen, wenn man dir dein Kind vorenthält? Nee, aber da habe ich ja noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, aber in dem Fall ist es so, dass der Vater des Kindes, der ist ja unehelich, nehme ich mal an, ja, in diesem Land keinerlei Rechte hat. Absolut null Rechte. Er ist eine Unperson. Wer ist denn für dich Feind Nummer eins? Feind Nummer eins sind jetzt, ich traue mir es gar nicht sagen, aber auch wenn sie so nah hier sind, Mütter dieses Kalibers, die das Kind als Waffe missbrauchen. Was kann das Kind dafür? Was kann das Kind dafür? Wie kann man sich als Mutter anmaßen, für das Kind zu entscheiden und sagen, ja, du, mit dem Papa bin ich ins Bett gegangen, es war alles ganz toll und lustig, du bist auch unser gemeinsames Kind, aber jetzt ist der Papa für dich gestorben. Wie kann man sich sowas anmaßen als Mutter? Was heißt hier anmaßen? Ja, wir haben eine Verantwortung als Eltern. Ach, wirklich? Ja, Vater und Mutter haben eine gemeinsame Verantwortung. Ganz toll. Ja, und was soll das dann, dass er da... Ich war ja eine Affäre. Ja, selbstverständlich, das kann ja mal passieren. Ich meine, Sie sind ja auch, Sie sind doch auch nicht frei von Schuld. Ich meine, wenn was kracht, in einer Beziehung, dann kracht es doch bei beiden. Da war doch irgendwas. Aber er wollte ja sogar, dass sie das Kind abtreibt. Ja, natürlich. Er wollte das Kind ja gar nicht. Ja, ich würde ihn gern dazu hören. Wissen Sie, ich höre nur eine Seite. Toll. Gut, wir wissen jetzt natürlich, Sie stehen ganz auf der Seite der Väter. Was heißt denn die radikalen Väter? Was machen die? Was? Ja, radikale Väter heißt einfach, Kinder als Waffe zu missbrauchen. Kinder dem Vater vorzuenthalten. Ein Vater, der doch genau dasselbe Recht am Kind hat, ich sage jetzt mal moralisches Recht, denn ein juristisches Recht gibt es ja nicht in diesem Land. Ja, aber rechtlich wird sich doch, ist ja ein Gesetzesentwurf entstanden, dass uneheliche Väter den geschiedenen Vätern gleichgestellt werden. Der Gesetzesentwurf, an dem diese Regierung seit 6 Jahren herumdoktort, seit 6 Jahren, den jetzt mittlerweile 3 Justizminister hier verarbeiten oder was weiß ich was die tun, wahrscheinlich nur Däumchen drehen, ja. Dieser Gesetzesentwurf wird nicht eine Besserung für die Väter in diesem Lande bringen. Nicht eine Besserung. Wenn es Mütter gibt in dieser Art, die sagen, Vater weg, möglichst nur Geld kassieren, ansonsten interessiert er mich nicht mehr, bin zwar ins Bett gegangen, aber weg mit ihm jetzt. Kind, du hast auch nichts mehr mit ihm zu tun, auch wenn sich das Kind vielleicht interessiert für den Papa und fragt, Mensch, wer ist denn das, wer war denn das? Du hast ihn doch mal geliebt. Interessiert nicht mehr, ich bestimme aus, Schluss, Ende. Wie kommst du denn zu deiner ganz radikalen Meinung? Was ist dir denn Schlimmes widerfahren? Ja, warum ich jetzt so aufbrause und so aggressiv bin, ja? Aber ich halte mich also in Zaum, es passiert ja nichts. Warum ich so aggressiv bin, ist eins. Ich durfte meine Tochter annähernd 10 Jahre nicht sehen. Und ich habe diese ganze Brutalität der Justiz erfahren müssen. Du hältst nichts von der Justiz?
Was soll ich von einer Justiz halten, die beispielsweise es nötig hat, ein Verfahren durchzufechten, jetzt in meinem persönlichen Fall? Mein Antrag lautete, ich hätte gern ein Foto meines Kindes. Da bin ich bis zum Bayerischen Obersten Landesgericht gekommen. Das heißt, vier Gerichte mussten sich beschäftigen. Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bayerisches Oberlandesgericht. Und zum Schluss kommt raus, ja gut, dann kriegt er halt ein Foto von dem Kind. Ja, kann das sein, dass du dich mehr mit den Gerichten und mit der Justiz beschäftigst, als vielleicht auf einem normalen Wege zu versuchen, mit deiner damaligen Frau eine Lösung zu finden? Ich möchte jetzt meinen persönlichen Fall gar nicht so sehr herausstellen. Mein persönlicher Fall ist nach all den Jahren in gute Bahnen gelenkt worden. Durchs Einlenken der Mutter, aus welchem Grund auch immer, weil sie vielleicht die Jahre dieses Krieges, der hier ausgefochten wurde, einfach vernünftiger geworden ist. Ich werde auch älter und vernünftiger. Was rätst du denn den Vätern, die ihre Kinder nicht sehen dürfen? Väter, die ihre Kinder nicht sehen dürfen, haben in diesem Lande keine Chancen. Was rätst du ihnen denn? Ich rate ihnen, sie sollten einen Weg gehen, der vielleicht unmoralisch ist und vielleicht jetzt auch hier viele wieder einen Aufschrei machen würden. Ich würde sagen, bekriegt diese Mütter, macht diese Mütter fertig, die euch mit eure Kinder fertig machen. Das ist meine Aussage. Elke? Hat sich doch aber nicht drum gekümmert, auch während der Schwangerschaft nicht. Ich habe allein das Kinderzimmer. Ja. Ich war arbeiten. Ich lebe jetzt im Moment lebe ich von Sozialhilfe. Ja. Er hat sich ja nicht gekümmert. Ich kriege ja auch von ihm keinen Unterhalt für mich, sondern nur für die Tochter. Ja, das sind ja übrigens auch unsere Gesetze, also da kann er ja nichts dafür. Ja, hier ist, sicher. Ja. Hier ist vielleicht noch eine Frage oder eine Meldung. Bitte. Nee, ich wollte nur zu ihr sagen, ich denke mal, dass sie als Mutter schon am besten Bescheid weiß, was das Beste für ihr Kind ist. Und außerdem denke ich mal, so wie sich der Vater wohl benommen hat, hat er wohl auch kein Recht, die Tochter zu sehen. Das ist so. Darf ich eine ganz einfache Gegenfrage stellen? Wenn du ein Kind hast, hat dein Kind keine Rechte? Wenn dein Kind kommt und sagt, du, Mama, hier ist mein Papa, da sehe ich ein Foto, vielleicht zerrissen oder was weiß ich, die entdeckt es. Würdest du sagen, das interessiert mich nicht, liebes Kind? Den Papa gibt es nicht mehr. Den Papa gibt es noch immer, er hat das Kind gezeugt. Und wenn er das Kind liebt, ja, wie willst du die Liebe dieses Vaters ausschalten und vielleicht auch die Liebe des Kindes zum Vater? Hast du das Recht dazu? Da frage ich jetzt aber mal eine Gegenfrage. Ja. Was ist denn, wenn sie ein Kind hat und sich ein, ich sage jetzt einfach mal, Scheißdreck um ihr Kind kümmert? Hat sie denn trotzdem ein Recht auf ihr Kind? Durchaus, natürlich. Es kann ja sein, dass sie sagt, mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Warum denn nicht? Wieso sollen wir uns denn nicht ändern dürfen? Warum dürfen wir nicht Fehler wieder gut machen? Ja, das hätte man ja am Anfang bedenken können. Richtig. Ja gut, da gehören immer zwei dazu. Sie hätte es ja auch bedenken können, wie sie das Kind gezeugt hat. Es gibt, ja, Moment, hier ist noch eine Meldung. Ja, ich wollte nur sagen, ihr Mann kümmert sich einen Scheißdreck um dieses Kind, ja? Insofern hat er auch überhaupt nicht das Recht, dieses Kind zu sehen, finde ich. Es ist einfach oft so, die Väter interessieren sich manchmal nicht sehr häufig für die Kinder. Und davon kann das nächste Mädel Nadine auch ein Lied singen, denn ihr Vater findet immer wieder neue Ausreden, dass er sie nicht sehen kann. Und die Mutter ist natürlich auch dabei. Michaela und Nadine, herzlich willkommen. Michaela, bist du mit Nadines Vater verheiratet? Nein, wir sind mittlerweile geschieden. Ich habe jetzt zwei weitere Kinder noch, zwei Jungs, auch von zwei anderen Männern. Und der Vater meines mittleren Sohnes kümmert sich sehr gut um ihn. Und der Vater von meinem Jüngsten, ja, kümmert sich überhaupt nicht drum. Was läuft denn mit dem Jüngsten? Da läuft eine Vaterschaftsklage. Da läuft mittlerweile eine Vaterschaftsklage, weil er immer noch abstreitet, dass er der Vater ist. Und wollen wir erst mal abwarten, was daraus wird. Wie sieht es denn mit dem Vater von Nadine aus? Der Vater von Nadine kümmert sich leider nur sehr selten um sie. Es ist so, dass Nadine oftmals auch hinterher betteln muss. Und wenn Nadine hinfährt, dann dauert das meist nicht lange, dass sie bei ihren Großeltern ist, wo sie dann entweder die restliche Zeit verbringt, die wir so vereinbart hatten, oder aber sie ruft mich noch mal an und fragt, ob sie ein bisschen länger bei den Großeltern bleiben kann. Also der Kontakt zum Vater findet mehr über die Großeltern dann statt. Er hat aber was für ein Recht, Nadine zu sehen?
Gerichtlich wurde damals vereinbart, alle 3 bis 4 Wochen kann er Nadine sehen. Gut, nun sind wir mittlerweile umgezogen, von daher ist es etwas schwieriger. Aber er nimmt auch dieses Besuchs- oder Umgangsrecht nicht mehr wahr und meint immer ja, er muss arbeiten oder hat eben andere Sachen vor. Was sagen die radikalen Väter dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Sicher gibt es schwarze Schafe und das nicht wenig. Aber warum sollte man jetzt diese Männer, die sich um ihre Kinder engagieren, die ihre Kinder lieben, die ihren Kindern nahe sein wollen, warum soll man jetzt, okay, gebe zu, das kann eine Minderheit sein, aber warum sollen die jetzt leiden darunter, dass es auch solche Spitzbuben gibt? Wie ist das denn? Was glaubst du, wie würde denn Raimund, so heißt er, wie würde Raimund denn reagieren, wenn du ihm plötzlich das Recht verweigern würdest? Ich denke mal, es wäre ihm schon fast egal, denn sonst wäre sein Interesse wohl größer und er würde von sich aus auch mal nachhaken, wie sieht's aus, kann ich Nadine mal sehen? Nadine, wir reden ja die ganze Zeit über deinen Vater. Wie stehst du denn zu ihm? Also ich finde ihn lieb und... Wie ist das denn, wenn ihr euch seht? Wo bist du denn da die meiste Zeit? Die meiste Zeit bin ich bei Oma und Opa. Findest du das nicht ein bisschen schade, dass er sich da nicht so die Zeit für dich nimmt? Doch. Was unternimmst du denn ansonsten, wenn du mit deinem Papa was machst? Also ich gehe auf den Dom oder in den Zirkus oder gehe schwimmen. Und darfst du denn auch in der Wohnung von Papa schlafen? Manchmal schlafe ich bei ihnen, aber die meiste Zeit schlafe ich bei meinen Großeltern. Was sagt er denn, wenn er dich nicht immer sehen kann? Also zum Beispiel, dass er keine Lust hat. Das sagt er dir? Macht dich das traurig? Würdest du ihn gern öfter sehen? Wie ist es denn mit der Hochzeit? Dein Papa heiratet jetzt noch mal. Hat er dich zu der Hochzeit eingeladen? Zuerst wollte er nicht, aber dann hat er mir gesagt, dass er keine Lust zuerst hatte. Aber dann hat er mich noch mal gefragt, ob ich doch Lust habe. Und? Ja. Wie wäre das denn? Wir haben hier jemanden sitzen, er findet das nicht gut, wenn einem Vater das Recht auch entzogen wird, das Kind zu sehen. Wie fändest du das denn, wenn dich dein Papa plötzlich gar nicht mehr sehen dürfte? Also erstens gemein und ungerecht. Finde ich auch. Wir haben deinen Vater ja auch gebeten, dass er hierher kommt. Er hat uns zugesagt, aber er ist leider nicht gekommen. Es tut mir unheimlich leid für dich. Wir haben wirklich nicht. Bist du trotzdem froh, ein bisschen hier zu sein? Gefällt's dir hier? Vielleicht schaut dein Vater ja die Sendung. Magst du ihm irgendwas sagen? Michaela, was glaubst du, was würde sie denn gerne mal ihrem Vater sagen? Ich denke mal, dass sie sich sehr wünscht, dass ihr Vater sich mehr um sie kümmert, auch mal von alleine anruft und sagt, Nadine, hast nicht mal Lust, vorbeizukommen? Und mehr, denke ich mal, einen größeren Wunsch hat sie nicht. Wie ist es denn an deinen Geburtstagen? An meinen Geburtstagen, da ruft er mich nie an. Das sollte er also wirklich tun. Du siehst, alle sind hier ganz betroffen. Wir finden das wirklich schade. Und wir sagen alle, Raimund, Entschuldigung, aber du bist ein Schwein. Und das meine ich aber nur in Bezug darauf, dass du dich wirklich am Geburtstag da nicht meldest. Und das solltest du wirklich tun. Denn die Nadine würde sich wirklich riesig, riesig freuen. Und das stimmt doch so, oder? Na prima. Wir haben jetzt noch einen nächsten Gast. Manuela heißt sie. Und ihr Ex-Mann hat sich seinem Kind gestellt, aber darüber ist sie überhaupt nicht glücklich. Die Geschichte erfahren wir jetzt von ihr selbst. Herzlich willkommen. Manuela, was hat denn dein Ex-Mann mit deinem Kind gemacht? Er hat mir mein Kind entfremdet. Er hat es mir weggenommen und er trägt alles auf dem Rücken vom Kind aus. Alles, was er mir zurückzahlen möchte, weil ich ihn verlassen habe, weil er mich betrogen hat. Er hat mir eins geschworen, er hat zu mir gesagt,
Du wirst es irgendwann bereuen, dass du mich verlassen hast, denn ich werde dir das antun, was dir am allermeisten wehtut. Und das hat er gemacht. Er hat mir mein Kind weggenommen. Wie konnte es denn erst dazu kommen? Hat er das Sorgerecht bekommen? Er hat das Sorgerecht bekommen unter der Voraussetzung, es ist eine sehr lange Geschichte. Er hat also weder für mich damals bezahlt noch für das Kind, bevor irgendwas entschieden worden wäre wegen dem Sorgerecht. Du hast ihn damals verlassen? Ich habe ihn verlassen, weil er mich ständig betrogen hat, belogen hat, mich geschlagen hat in Anwesenheit des Kindes. Sie hat das also sehr oft mitbekommen. Er ständig gesagt hat, wenn jemand kam, was verkaufen wollte, wir haben ein wissen Sie, wir können uns das nicht leisten, weil wir haben ein behindertes Kind. Sie ist also in keinster Weise behindert. Sie ist zwar zu früh auf die Welt gekommen, in der 29. Woche, hat dadurch sich dann bei mir verletzt am Becken, hat einen Bluterguss gehabt. Durch diesen Bluterguss haben die Gehirnöffnungen zugemacht. Sie hat einen Schlauch eingesetzt bekommen, der dieses Gehirnwasser ableitet. Das läuft unter einer Behinderung. Aber sie ist in keinster Weise behindert. Weder hat sie irgendwie körperlich Schaden davongetragen, noch vom Geistigen her. Du hast es damals, als du kein Geld hattest, das Kind in eine Pflegefamilie gesteckt. Warum? Ja, das stimmt. Ich habe sie in die Pflegefamilie gegeben, weil ich arbeiten musste. Es waren Schulden da. Es ging nicht. Es ging nicht mit dem Sozialamt. Es waren 1200 Mark für mich und für das Kind. Irgendwann habe ich eine Anzeige gelesen. Frauen, Mädchen gesucht für Film- und Fotoaufnahmen. Ich habe da angerufen, mir stand damals Wasser bis zum Hals. Ja, es waren Pornos. Man hat darüber geurteilt. Ich habe Pornos gedreht, ich stehe dazu. Nur mein Kind hat niemals davon irgendetwas mitbekommen. Was man vom Vater nicht behaupten kann, denn er guckt sich Pornos in Anwesenheit des Kindes an, wenn das Kind 3 Meter entfernt sitzt. Er hat das Kind unter der Voraussetzung dann bekommen, dass das Kind weiterhin bei der Pflegefamilie bleibt, was für das Kind dringend erforderlich wäre. Er hat dann gesagt, er heiratet. Unter dieser Voraussetzung konnte er das Kind von der Pflegefamilie wegholen. Das Kind lebt jetzt bei den Großeltern. Das, bis vor einem Jahr waren die Großeltern für sie wildfremde Leute. Warum nicht mehr bei dem Vater? Er hat in der Zwischenzeit etliche Beziehungen auch gehabt, die auch in die Brüche gingen, weil er auch zugeschlagen hat. Er hat gar nicht geheiratet? Nein, er hat nicht geheiratet. Das war, also für mich war es ein Vorwand. Er wollte dich einfach nur ruinieren? Ich denke, er wollte mir wehtun. Er wollte mir das zurückzahlen. Und das auf Kosten des Kindes? Auf Kosten des Kindes. Wie sieht es denn jetzt aus? Es sieht jetzt so aus, dass angeblich im Mai ein Treffen zustande kommen soll. Das Treffen soll so zustande kommen, dass ich eine Woche in der Nähe des Kindes Urlaub machen soll, zusammen mit meiner Schwester und meiner kleinen Nichte. Ein zufälliges Treffen, wo man sich zufällig über den Weg läuft. Ich also weder dem Kind dann sagen darf, dass ich die Mutter bin, noch das Kind in den Arm nehmen darf, nichts. Wie kann eine Mutter denn bitte schön zu ihrem Recht kommen? Das ist genau derselbe Fall, was den Vätern passiert. Und was sie jetzt sagt, das ist vollkommen richtig, das ist Bayern. Ja. Das ist diese rückständige Justiz in Bayern. Ich frage mich manchmal... Wir machen jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, ihr beide könnt euch noch mal zusammensetzen. Vielleicht hast du irgendwelche Methoden, wie du sie dazu bringen kannst, dass sie wirklich noch zu ihrer Tochter kommt und das Recht erlangt. Wir drücken jedenfalls alle ganz fest die Daumen. Und eins sollte man wirklich immer im Hinterstübchen haben. Was ist wirklich gut fürs Kind? Also das Kind sollte wirklich im Vordergrund stehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke an meine Gäste.